Das Unternehmen Dr. Fontheim wurde bereits 1882 gegründet, wird in der sechsten Generation durch die Familie Fontheim geführt und umfasst eine Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, ein psychiatrisches Pflegeheim und eine Eingliederungshilfe. Tageskliniken und vielfältige ambulante Angebote komplettieren das Portfolio. Dr. Fontheim ist der Anbieter für psychiatrische Leistungen in der Region und auch weit darüber hinaus. Wir sind froh und stolz, hier in Liebenburg unseren Patienten und Bewohnern jeweils auf ihre individuelle Lebenssituation, ihre individuelle Erkrankung angepasste Behandlungs- und Betreuungskonzepte anbieten zu können. Wichtige Voraussetzung dazu ist in unseren Augen der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Patienten und Bewohnern, ohne die eine erfolgreiche Behandlung oder Betreuung nicht gelingen kann. Unsere Mitarbeiter empfinden sich als professionelles Gegenüber und herzliche Gastgeber zugleich. Und das spüren auch unsere Patienten und Bewohner. Im Sommer 2019 eröffnet das neue Haus für Menschen mit Demenz. Die Bewohnerzimmer werden dabei mit 83 intelligenten Pflegebetten Sentida 7i von Wissner Bosserhoff ausgestattet. Mit der Planungsphase dieses neuen Pflegeheims haben wir begonnen 2014 an Überlegungen. Die Bauphase insgesamt dauerte dann 2,5 Jahre. Wir haben dieses Jahr im März 2019 den Bau fertiggestellt. Menschen mit Demenz haben auch Schwierigkeiten in der zeitlichen Orientierung. Wir bringen daher Tageslicht durch zwei große Innenhöfe auch in das Innere des Gebäudes. Außerdem laden diese Höfe zum Verweilen an frischer Luft ein. Die Bewohner umlaufen die Innenhöfe und kommen dabei immer wieder bei den Mitarbeitern und Mitbewohnern an. Wir fördern die Selbstständigkeit und Mobilität der Bewohner und stärken damit ihre eigene Identität. Die großgeschnittenen Zimmer, Flure und Aufenthaltsbereiche dienen als barrierefreie Bewegungsmöglichkeiten. Der Bewegungsraum dient auch als Ort der Beschäftigung, Sinnesanregung und Erinnerungspflege. Insgesamt können in der neuen Einrichtung 83 Bewohner in 6 Wohngruppen und auf 3 Etagen versorgt werden. Dabei können die Bewohner selbst entscheiden, ob sie auf einem der 71 Einzel- oder einem der 6 Doppelzimmer wohnen wollen. Auf jeder Etage gibt es Bilder mit regionalem Bezug zum Harz, seinen Bergen und Tälern, seiner Flora und Fauna sowie den dichten Laub- und Nadelwäldern. Der Neubau des psychiatrischen Pflegeheims ist ein Lebensraum und ein Zuhause für Menschen mit Demenz. Das Pflegekonzept stellt die Bedürfnisse des Bewohners ins Zentrum. Dazu gehört unter anderem der Wunsch des Angenommenseins als individuelle Person. Wir möchten, dass die Bewohner in ihrem neuen Zuhause ankommen und sich wohlfühlen. Es gibt daher keine Umzüge, die sich aus einer veränderten Pflegesituation heraus ergeben. Wir haben etwa 7000 Kubikmeter Erdaushub gehabt, etwa 380 Tonnen Stahl und Bewehrung sind hier eingeflossen und haben hier für uns das erste Mal eine innovative Neuheit eingekauft mit einem Bett von Wissner Bosserhoff. Wir sind ein führender Hersteller von innovativen, hochwertigen und qualitativen Pflegebetten und Einrichtungslösungen für Krankenhäuser, Kliniken und der stationären Altenpflege. Die besonderen Bedürfnisse von demenziell erkrankten Patienten und Bewohnern spielen bei der Produktentwicklung eine sehr wichtige Rolle. Das Maximum der Teilhabe ohne fühlbare Einschränkung ist beim Sentida 7i der zentrale Aspekt. Das Sentida 7i entlastet das Pflegepersonal bei seiner täglichen Arbeit. Zum Beispiel ermöglicht die integrierte und geeichte Bettwaage eine komfortable Erfassung und Dokumentation des Bewohnergewichts, ohne dass dieser aufwendig umgelagert oder transportiert werden muss. Mit der neuen Sentida 7i Connect Software ist sogar die Dateneingabe von Pflegeroutinen direkt am Pflegebett möglich, verbunden mit einem wertvollen Zeitgewinn bei der Pflegedokumentation. Sicherheitssensoren wie der Bettkantenruf ermöglichen eine Sturzprävention der Spitzenklasse. Denn hier wird das Pflegepersonal bereits informiert, bevor der Bewohner das Bett verlässt. Mit intelligenten Pflegebetten lässt sich die Pflege wirkungsvoll unterstützen und gerade bei Menschen mit Demenz für ein Plus an Komfort und Sicherheit sorgen.